Terima kasih telah menonton! Ausgabe Stardust Ruf Terra Folge 58. Wir sprechen heute über Attacke aus dem Unsichtbaren von Clark Dalton. Bevor wir anfangen, haben wir noch zwei Kommentare. Einmal kommentiert Florin Folge Nummer 56 von Stardust Ruf Terra und er schreibt, ich finde, dass manche, ich finde, dass manche grandiose Hefte in den Silberbänden irgendwie untergegangen sind. Als ich den Silberband 7 als Hörbuch gehört habe, konnte die darin enthaltene Nummer 50 nicht mit meinen positiven Erinnerungen an das Heft mithalten. Ich dachte immer, das läge einfach an meiner Verklärung, aber ich habe die Nummer 50 kürzlich nochmal gelesen, und da war die Begeisterung wieder voll da. Eine ähnliche Erfahrung habe ich kürzlich bei einem Doppelband von Volz aus dem MDI-Zyklus, in dem die Zwooner eingeführt werden, gemacht. Auch da bin ich ein riesiger Fan der Hefte, insbesondere des ersten der beiden. Und da war dann beim Silberband total enttäuscht. Bin ich der Einzige, in dem sowas bei den Silberbänden ab und zu passiert? Ja, da sprichst du was an, das geht mir relativ ähnlich, weil vor allem hier beim Siebener ist der Zweikampf ein bisschen untergegangen. Also das, was ich im Heft so gelobt habe, ne? und ihr wisst, das hatte damals bei mir eine 10 von 10 bekommen, das Heft. Also der Zweikampf, die Nummer 54. Und im Silberband war das irgendwie nicht so eindrücklich. Also ich kann schon durchaus nachvollziehen, was du, was du äh, da sagst. Man muss aber auch sehen. Dass die Hefte ja in einer Dramaturgie für sich gebaut sind. Also, die sind ja geschrieben, um als Heft zu funktionieren, als Heftroman zu funktionieren und das dann immer zu 100 Prozent den abzuverlangen in einem Silberband in einer Kollektion, die dann halt auch noch zusammengefügt worden ist mit Übergängen und Anpassungen. Da so zu funktionieren, dass die Dramaturgie komplett aufgeht, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also, ich weiß, was du meinst. Ich habe da aber auch sehr viel Verständnis für den Willi Wolz, der die Silberbände zu der Zeit ja bearbeitet hat. Dominik L. kommentiert auch die Nummer 56 von Stardust ruft Terra. Es ist echt immer wieder faszinierend, wie unterschiedliche Menschen Dinge anders bewerten. Wobei ich anmerken muss, dass es länger her ist, dass ich Sieber 7 komplett gelesen habe. Aber ich finde den nicht gut. Es geht mir hier nicht um das Weglassen von den Purern oder das Kürzen im Allgemeinen, das meiste finde ich da sehr sinnvoll. Und es wird es hier bestimmt auch gewesen sein. Es liegt einfach daran, dass mir außer der Atlant-Story beide andere Handlungsstränge im Sieber nicht so gut gefallen haben. Die Nummer 48 und 49 gefällt mir leider nur recht wenig. Und der Abschluss, also Nummer 55 und 56, ist zwar ein wenig besser, ja, aber für mich leider auch nicht viel besser. Sieber 8 wird dann für mich deutlich stärker, aber das liegt nur an den erzählten Geschichten, die enthalten sind. Ja, das rote Universum, das ist Silberband 8, der liegt hier schon bei mir hinter mir auf meinem Zum Lesen Stapel. Der ist ja in sich ein bisschen geschlossener, ne? da spielst du ja auf diese Sonderrolle vom Siebener an. Ja, das ist halt so eine Krux, ne? Ich denke, das ist auch einer der Punkte, wo, warum sie sich dann später gedacht haben, dass sie das nicht nochmal machen werden. Dass sie ähm, ein Silberband äh, mit gemischten Zyklenzugehörigkeiten haben. Ich denke, da wird sich hier und da auch nochmal die Situation ergeben haben, aber das werden sie danach noch nicht nochmal getan haben, nämlich genau deswegen. Weil wir haben ja hier auch diesen, diesen Paradigmenwechsel. Im ersten Zyklus war es ja so, dass Perry noch äh, immer im Mittelpunkt also relativ häufig im Mittelpunkt stand. Und die Konzeption vom zweiten Zyklus war ja, dass Perry immer mehr und mehr in den Hintergrund kommt und äh, andere Helden in der Serie funktionieren sollen. Also hier auch, verständlich, was du meinst, ne, bin ich auch dabei. Das ist aber wie gesagt, denke ich, dieses Singulare am Silberband 7, dadurch, dass er die ersten beiden Zyklen miteinander verbindet. Gut, das soll es gewesen sein für Kommentare, kommentieren. Wir kommen zu den Metadaten. Wir sprechen heute über den Band 58 aus der Periroden Heftroman-Serie im Zyklus Atlan und Arkon. Attacke aus dem Unsichtbaren, die Unsichtbaren schlagen zu und das große Verschwinden beginnt. Autor ist Clark Dalton, Innenillus und Titelbild kommen natürlich von Johnny Brook. Erstmals erschienen ist das Heft im Jahr 1962. Unsere Hauptpersonen sind, und das ist diesmal wieder ein bisschen umfangreicher: Perry Rodan, Talamon, Oberstleutnant Baldur, Seekerman, Kadett Becker, Gookie, Leutnant Marcel Roos. Der Regent von Arkon und noch viele mehr, wir werden da gleich noch ein bisschen äh, intensiver drauf eingehen, weil wir ja hier so ein bisschen das erste Mal auch die Besatzung der Drusos kennenlernen. Also eine ganz spannende Situation, was Neues in der Heftserie, dass so ein Raumschiff auch eine Besatzung bekommt, die auch ein bisschen in den Romanen mit eingebunden wird. Der Handlungszeitraum ist der September 2040, wir befinden uns auf Mirsal 3, das ganze Ding ist als E-Book erschienen, in den Druckauflagen als Heft Nummer 58, im Silberband 8 und im Leihbuch Nummer 24. Heute haben wir auch wieder spektakuläre Innenillustrationen zu bestaunen. Ich packe euch die im Blogbeitrag. Die sind auf jeden Fall einen Blick wert. Vor allem da die vierte von fünf Stück. Die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wie die im Roman eingebunden sind, ist auch sehr, sehr schön. Also wenn ihr da einen Blick drauf werfen wollt, entweder in die Peripedia gehen oder bei uns auf den Blog schauen. Da packe ich die euch mit rein. Das Titelbild ist genauso fantastisch, gibt von mir auch eine glatte 10 von 10, weil da ist wirklich alles los. Da ist im Hintergrund eine Gazelle, da ist im Vordergrund ein Verschwindender. Ich finde jetzt nicht ganz die, genau die Situation im Heft wieder, aber das ist trotzdem fantastisch. Also wow. <laughs> auch toll, wie der da leidet, wie alle anderen erschrocken sind. Ganz, ganz toll. Oben ist ein bisschen Platz verschenkt, also da hätte ich mir im Hintergrund noch ein bisschen mehr Action gewünscht vielleicht. Aber ja, das ist in Ordnung. Vielleicht hätte das auch geholfen zu sagen, okay, wir, finden, wir befinden uns jetzt hier in einem Hangar oder wir befinden uns auf einem Planeten. Das hätte mir ein bisschen geholfen, die Situation auf dem Titelbild mehr besser einzuordnen im Heft. Hier ist das aber absolut in Ordnung. Gib von mir alle Daumen hoch, die ich habe. Und wir gehen weiter zu den Personen im Roman. Das machen wir diesmal ein bisschen ausführlicher. Wir gehen sie mal komplett durch. Ich habe auch mir so allen ein bisschen was aus den Fingern gesaugt. Nur damit ihr mal seht, wie viele neue Besatzungsmitglieder der Drusus wir kennenlernen. Wir haben Oberstleutnant Siegermann. Der erste Offizier der Drusus lernt die Mutanten kennen. Wir haben Ralf Martin, der wieder mit dabei ist. Der Teleoptiker hat einfache Heimfahrt. John Marshall hat es auf dem Heimweg nicht so leicht. Periroda Rodan, der erste Administrator, will dem arkonidischen Imperium mit der Drusus das Fürchten lernen. Rast Schubai, der Teleporter, ist endlich mal wieder mit von der Partie. Wir haben Guki, der Ild ist jetzt auch offiziell ein Hypno, so steht es drin im Heft. Besser gesagt, er behauptet das, also wie offiziell das ist, werden wir sehen. Wir haben Reginald Bull, der muss natürlich wieder mal nach zu Hause bleiben. Wir haben Crest, der in die Jahre gekommene Arkonide oder der Renga darf auch mal wieder mit. Wir haben Stefan Potkin, der beste Pilot für Kleinraumer ist Kommandant von K-13. Leutnant Marcel Roos, der Kommandant des Beibootes K-7, verschwindet als erster Mensch. Obwohl, da ist ein Fehler drin, weil der Marcel Roos verschwindet ja gar nicht. Ich meine da wahrscheinlich den Bäcker, da bin ich in der Zeile forscht. Oh je. <laughs> Auf jeden Fall ist Leutnant Marcel Roos Kommandant von dieser K-7. Wir haben Captain Hubert Gorlatz, das ist der Sicherheitschef der Drusus und wir steigen ein in die Handlung. Erstes Kapitel. Die Mutanten werden von Periroden zur Erde zurückgerufen. Ne? Das kennen wir ja schon, um sich dort dem Hilfeunternehmen für das arkonidische Imperium anzuschließen. Ralph Martin kommt recht schnell von äh, Tribula zurück. Trebola spielt vor allen Dingen dann in Periroden Neo ja noch eine Rolle. Der ein oder andere Neo-Leser wird das kennen. Bei John Marshall ist das leider nicht so einfach, denn Reno 25, das ist der Planet, auf dem er im Einsatz ist, wird zum Angriffsziel einer Piratenbande. Also hier wird recht prominent am Beginn des Heftes eingeführt, dass es Piraten gibt. Also, Mehandor-Piraten, die andere Planeten überfallen. Und dieser Angriff fällt mit der Suchaktion des Robotregenten zusammen, der den Planeten wieder befreit. Ne? Und so kommt John Marshall erst zehn Tage nach dem eigentlichen Ruf von Perirodan zu Hause an. Zweites Kapitel. Die Drusus bekommt ihren ersten eigentlichen Auftritt. Zwar war sie ja schon auf äh, Isan in der Hilfsaktion mit dabei, aber jetzt dürfen wir sie als Passagier erleben. Und nach einer Annäherung an das Imperium stellt der Rodan Verbindung her und vereinbart zu seinen Konditionen, ne, das ist wichtig, auf Mirsal 3 und Talamon als Vertreter, sowie die Vertreter dürfen an sich nur mit Schiffen kommen, die auf der einzigen eigenen Heimatwelt gebaut wurden. Das ist eine Auflage vom, vom Robot-Regenten, der möchte natürlich sehen, wie weit die äh, Menschen mittlerweile gekommen sind. Der weiß nicht, dass die Drusus wesentlich schlagkräftiger ist als jetzt die Titanklasse. Also. Die besten Raumschiffe der Arkoniten. Auf jeden Fall kommt es dort zum Treffen mit dem Robotregenten auf Mirsal 3 und die Drusos sowie die akor treffen sich wie vereinbart bei Mirsal 3. Ein Treffen zwischen den überschweren Talamon, der als Delegation vom Robotregenten mitkommt. Perirodan und einem mechanischen Vertreter des Robotregenten wird äh, zwischen diesen beiden gelandeten Schiffen stattfinden. Der Robot-Regent kommt in Form eines Babys. Ne, der hat einen kleinen Absetzer, eine kleine Relaisstation gebaut, die selbst mit vor Ort ist. Und er warnt jetzt alle Anwesenden vor den Angriffen des, der Unsichtbaren und der Gefahr, dass alles Leben der Milchstraße gefährdet wird. Das ist ein bisschen ein komischer Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Das tut mir auch ein bisschen leid. Oh je, ich gelobe Besserung. Auf jeden Fall ist es ein ganz, ganz großes Problem, von dem aktuell nur der robotregent weiß, er weiß sich eben nicht mehr zu helfen. Er ist nicht in der Lage, das Problem zu erfassen. Und der ruft jetzt die Menschen oder Perirodan zur Hilfe. Der Regent erkennt zur Abwehr dieser Bedrohung die Menschheit unter Perirodan als gleichberechtigten Partner an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und plötzlich. Meldet die ausgeschleuste Beibootflottille das Auftauchen von unsichtbaren Raumschiffen und der Angriff auf diesen Planeten Mirsal 3 beginnt. Zurück an Bord der Drusus lässt Perry sein Spezialbeiboot, nämlich K13, bereit machen und befiehlt John Marshall, Rast, Shubai und Cookie ihn zu begleiten. Im dritten Kapitel startet die K13 dann auch zur Erkundung von Mirsal 3. Dort angekommen erkennen die Terraner, dass alle Lebewesen, die eigentlich auf dieser Welt hätten leben sollen, verschwunden sind. Nur kurz scheint man einen geheimnisvollen Angreifer zu erkennen, der sich aber ganz schnell aus dem Staub bzw. wieder unsichtbar macht. Ein Kommando, das von der ausgeschleusten K7 ausgesendet wurde, ne, das ist das Raumschiff vom Marcel Ruse, fällt diesem Verschwinden auch zum Opfer und sie werden Stück für Stück durchsichtig. Das heißt, die werden jetzt nicht wie mit einem Fingerschnippen weggezaubert, sondern die werden sukzessive immer schneller. Unsichtbar. Perry kehrt mit der K-13 zurück zu Drusus, um einen neuen Vorstoß mit allen Kräften zu planen. Nach der erneuten Landung erfährt Perirodan, dass die arc corps den Rückflug nach Arkon angetreten hat. Das passiert alles auf Befehl des Robotregenten. Der Talermann verspricht ihm aber eine Rückkehr noch am selben Tag. Und Perirodan und seine Terraner haben zu diesem Zeitpunkt aber leider überhaupt gar keine Ahnung, wie sie einem Feind zu Leibe rücken sollen, der weder zu sehen noch telepathisch zu orten ist. Viertes Kapitel. Während der erneuten Erkundung finden die Telepathen in einem Saal eine sinnlose Gedankenentität, also was ganz Wildes, was die so nicht kennen. Und nachdem die ihre Waffen gegen diese Wesen keine Wirkung zeigen, greift es diesen Felmer Lloyd auch an ne, und er beginnt zu verschwinden. Und wir finden jetzt heraus, der Rastschubai springt zu ihm, greift ihn und teleportiert weg und das rettet den Felmer Lloyd aus dieser Situation heraus. Und nachdem es zuerst so scheint, als würden die Unsichtbaren nur Menschen und Lebewesen angreifen, verschwinden auch immer mehr Kampfroboter und kurz darauf auch kleinere Raumschiffe. Talamon meldet sich dann aber ganz flott und überraschend und kündigt eine Entdeckung an ne, und zu, den, zu diesen fremden Wesen. Und Perirodan zieht sich wieder in den Orbit zurück und wartet auf Meldung von Talamon. Fünftes Kapitel. K7 macht sich unter dem Kommando von Leutnant Roos, ne? das ist dieser aufmüpfige Leutnant, entgegen des Befehls von Perry Rodan auf die Suche nach den drei verschwundenen Kadetten oder Mannschaftsmitgliedern der K K7. Und Rodan ist natürlich erbost über diese Eigenmächtigkeit. Er plant natürlich einen weiteren Vorstoß, denn er weiß ja jetzt, dass Teleporter im Zweifelsfall Verschwindende retten können. Talamon meldet endlich seine Entdeckung, die er gemacht hat. Der hat nämlich eine Rakete gefunden, die sich langsam aus dem System herausbegibt, nämlich ungefähr aus Richtung des zweiten Planeten hin, hin zum dritten Planeten. Aber halt nach außen strebend im System, so muss man das halt sehen, sonst ist das ein bisschen verwirrend im Roman. Rodan entschließt sich, Guki und Tama Yokida auf Mirsal 3 abzusetzen und dann direkt zu Talamon zu eilen, um ihn zu unterstützen. Und der gestrandete Leutnant Roos, ne, dem er ja jetzt seinen K7 durch die Unsichtbaren verloren hat, nämlich als er gerade auf Erkundung gewesen ist mit einem anderen, ist die K7 von den Unsichtbaren ja, weggelutscht worden und der findet auch keine Spur der Angreifer und fragt sich, warum sie den Planeten denn jetzt erobert haben, wenn kein, keiner der Schatten mehr da ist. Ne? Also was wollen diese Fremden? Man weiß auch nicht, was deren Motiv ist, was deren Ziel ist. Bei Talamon angekommen bemerkt man schnell, dass die konventionelle Rakete von Mirsal 2 stommen muss, der als nicht bewohnt gilt, ne, in diesen arkonidischen veralteten Sternenkarten. Und ein Kontaktversuch bleibt erfolglos. Und so machen sie sich jetzt hier zur Änderung bereit. Das wird dann am Ende aber leider auch nicht zum Ziel führen. Sechstes Kapitel: Die Erkundung des Planeten Mirsal 3 bleibt auch während des Einsatzes von Guki und Tamayokida weiterhin erfolglos. Man findet nur einen vergessenen Gefangenen in einer alten Festung. Da bin ich mir jetzt aber echt nicht sicher, weil als man dieses Stadtgebiet vorher geschildert hat, bin ich sehr überzeugt davon, dass ich da irgendwas von Kühlschränken gelesen habe und von dieser Festung, von der man jetzt hier erfährt, das ist eher so eine mittelalterliche Kiste. Also ich weiß nicht, ob es damit noch irgendeine Bewandtnis hat, ob die Terraner das an der Stelle einfach nicht realisieren. Aber das war irgendwie ein Sprung für mich aber bis auf diesen Gefangenen in dieser alten Festung lassen sich keine höher entwickelten Lebewesen auf diesem Planeten mehr finden. Der Guki und der Tama treffen dann in dieser antiken Festung auch auf die beiden verbliebenen Mitglieder von K7, also Rus und den anderen Jungen. Rettungsversuche, die jetzt von Talamon und Perry gestartet werden, um diese fremde Rakete auf dem Weg nach Mirsal 3 ähm, zu unterstützen, bleiben aber erfolglos. Sie wird restlos von diesen Unsichtbaren weggeknuspert oder verschluckt, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und nach einem kurzen Moment der Verzweiflung macht sich der Perry auf den Weg, seine verbliebenen Leute auf Mirsal 2 zu holen und sich dann gemeinsam mit Talamon der Flotte von Raketen zuzuwenden, die gerade von Mirsal 2 aufsteigen. Also von der Heimatplanet oder von der Heimatwelt dieser ersten Rakete. Siebtes Kapitel und auch großes Finale. An Bord der Ark Corps beginnen sich die ersten Besatzungsmitglieder aufzulösen und gerade als man dem gewahr wird, Versucht der Talamon jetzt, sich sein Schiff und seine Besatzung über die Transition zu retten? Das führt aber dazu, dass diesen armen Schwein, was da gerade am Verschwinden begriffen ist, äh, in der Mitte durchgebrochen und verwunden wird. Also der stirbt dann leider auch. Und nach kurzem Bericht von Talamon an Rodan ergibt die Kommunikation mit dem Regenten von Arkon die Kommandogewalt von Perry über die Drusus und über die Akkor sowie die unbeschränkte Unterstützung durch das Arkonidische Imperium. Gemeinsam machen sich die beiden riesigen Schlachtschiffe jetzt auf den Weg, um den Raketen von Myrsal 2 entgegenzufliegen. Und wir kommen jetzt langsam mal zum Fazit. Ihr merkt, ich bin jetzt relativ durchgepeitscht durch den Roman. Das liegt einfach daran, dass man die ganze Zeit beim Lesen merkt, dass diese Geschichte in diesem Band auf gar keinen Fall abgeschlossen wird. Das ist nämlich ein kontinuierliches im Dunkeln stochern. Und da äh, ist auch so mein Punkt, wo ich ein bisschen meckern kann. Wie wir jetzt auch im Fazit sehen werden. Diese Relaisstation des Regenten spricht von seiner Verantwortung über das Leben in der Milchstraße. Also der Roboterregent versteht sich selbst eher in der Rolle, dass er das Leben der Milchstraße schützen muss, weil er ja der Regent ist und der dieses Leben beschützen soll. Das hat mir ehrlich gesagt sehr sehr viel Spaß gemacht. Das war eine gute Idee. Dass er in dieser Machtposition, wo er ist, ja eigentlich keine Isolation betreibt, sondern hinausstrebt, da hat der Robotregent sich auch ein Stück weiterentwickelt. Also nicht mehr eine Konservierung des der Macht zu betreiben, sondern halt auch eine nach vorne gerichtete Sicherheitspolitik zu betreiben, gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Dass der Roboterregent über den Zusammenschluss von Solarem und Arkonidischem Imperium sprechen möchte, ist eine wirkliche Überraschung. Man merkt also, dass er in seiner Programmierung auch auf der Suche ist, seine Macht wieder loszuwerden. Das heißt, wenn seine eigene Spezies oder halt eine andere Spezies bessere Regierung verspricht für das Imperium, scheint er nicht ungeneigt dazu, seine Macht wieder abzugeben. Das ist an sich eine gute Idee, aber nur halt nur, wenn sich's nicht wieder als Möhre am Stock herausstellt, wie halt zuletzt, äh, Christs Versicherung, dass Peri Rodan der Erbe des Unimperiums der Arkoniden sein wird. Na, ihr erinnert euch, im ersten Zyklus war das echt eine Qual, dass alle zwei Hefte der Christ um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, Peri, denken Sie daran, Sie sind der Erbe des Universums. Das war ein bisschen albern irgendwann. Ich mag, dass hier die Angst vor diesem Unbekannten um sich greift ne? und das Mehrfache im Dunkel tappen, was ich ja sonst immer kritisiere und auch hier ein bisschen kritisieren möchte. Und das Seltsame wiederholen von minimalen Erkenntnisgewinnen, also die gehen irgendwo hin, finden irgendwas raus und gehen wieder irgendwo anders hin. <laughs> das war so ein Tappen im Dunkeln. Das ist ein sehr konventioneller perry roman was wir zuletzt ein bisschen anders erlebt haben. Deswegen, ja, das haben wir schon mal auf der Habenseite. Zugutehalten halten will ich diesem Roman aber auch auf jeden Fall, dass es nicht wieder eine Krach-Bumm-Geschichte ist, wie bei, dass äh, hier die Lösung ist, äh, die überlegene Feuer- oder Waffenwirkung ähm, zu haben, dass man hier so mit Unbekannten umgehen muss, das erforschen muss, halt Stück für Stück einen Plan schmieden muss, halt auch mal scheitert, das ist ja auch nichts Schlechtes. Und wir kommen so langsam in den Bereich der Wertung, wo ich sagen muss, das ist eine feine Sache, die leider im Hinblick auf den Nachfolger ein wenig an Reiz verliert, weil ich fast nicht glaube, dass man hier zwei Hefte gebraucht hätte, unbedingt um diese Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, es ist bedrohlich, es ist spannend, es ist äh, leider halt auch ein bisschen langwierig und immer wieder... Trial and Error, also Versuchen und scheitern. Deswegen kommt der Roman bei mir am Ende des Tages, obwohl es eine tolle Geschichte ist, auf sieben von zehn Punkten. Also ich will da mal einen Punkt abziehen für diese ganze Geschichte mit äh, wir tappen im Dunkeln und wir kommen irgendwie nie so richtig von der Stelle und dass man hier nicht ganz so zielgerichtet arbeitet. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Perry irgendwie der Lage systematisch zu Leibe rücken will, sondern er versucht halt nur. Ne? Er denkt nicht nach. Es ist halt, ja, das ist komisch, das hört sich komisch an. Der Rest, ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, es war ein unterhaltsamer Roman, er hat seine Vorzüge, aber weltbewegend war er jetzt nicht unbedingt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch Chris, <laughs> dieser Roman war mindestens eine 8 von 10 <laughs> oder eine 6 von 10, dann erteilt mir das bitte mit. Ihr könnt das tun in der Kommentarsektion auf unserer Seite, ihr könnt es im Blogbeitrag tun, auf YouTube. Auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, überall, wo wir darüber posten, könnt ihr mit uns in den Dialog treten. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben. Das macht vor allen Dingen Sinn, wenn eure Meinung ein bisschen ausführlicher ist. Das geht gerne mal in Kommentarspalten unter. Ähm, da könnt ihr mir schreiben an infoadweltendeep.com oder an Stardustropheraadweltendeep.com. Zum Aufnahmedatum ist der, das Gewinnspiel aus Folge 57 noch nicht gelöst. Also wer, wer da noch teilnehmen möchte, kann das gerne tun. Ich werde euch dann per Mail informieren, ob ihr es gewonnen habt oder nicht. Wenn ihr euch fragt, was es zu gewinnen gibt, das ist leider ein Geheimnis. Ich sag's mal so, beim ersten Goodiebag, was wir hier verlost haben, ging es um eine periroden chronik Also ich glaube schon, dass sich das lohnt. Alles klar. Der Roman kriegt 7 von 10. Ihr könnt uns unterstützen. Wie ihr das tun könnt, ist ganz einfach. Ihr könnt Bewertungen Abgeben, ihr könnt unseren Kram auf sozialen Medien teilen. Ihr könnt uns gerne auch über Steady unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt, äh, was könnt ihr noch tun? Leuten erzählen, dass es uns gibt. <laughs> wenn ihr noch ein Terra sticker haben wollt, ich habe jetzt wieder eine ganze Wolke, einen ganzen Stapel zum Versenden bereit. Macht. Es sind noch welche da, dann schreibt einfach einfach Mail mit dem Betreff Paxterra an info at Dann bekommt ihr natürlich auch euren Paxterra-Sticker. Alles klar, ich bin Chris, das war Stardust Terra, Zack, zack, zack. Bis zum nächsten Mal. Ciao.